So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal wieder Wundertüten. Und zwar diesmal wieder die DJ Max Wundertüte Nummer 2. Ich hatte sie schon mal angeboxt, aber das war die Wundertüte Nummer 1. Die kam sehr gut bei euch an. Da dachte ich mir jetzt, oh, da sind die neuen DJ Max Wundertüten, nämlich die Wundertüten Nummer 2 für rund 5 Euro. Zwei Hefte, zwei Extras. Ach, bin ich ja mal gespannt, was da drin steckt und euch natürlich zeigen. Aber ihr seht es auch so schon von hinten. Meine persönliche Meinung, diese Bilder, die ich schon sehe, Plastikschrott. Aber das wisst ihr, meine Meinung zählt nicht. Ich sage direkt meine Meinung. Und für mich ist das Plastikmüll, Plastikumbug, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber nichtsdestotrotz kann ja doch der ein oder andere da draußen sagen, oh, das kann ich gebrauchen, oh, das kann ich umbauen. Deswegen öffne ich hier zwei brandneue und aktuelle DJ Max Wundertüten Nummer 2 für 5 Euro. Zwei Hefte, zwei Extras. Und was da jetzt so drin steckt, naja, ich zeig's euch. Oh, das erste DJ Max Magazin Nummer 6 2019. Ist noch gar nicht mal so alt. Fotoapparat, Schlüsselbund, Detektivausweis. Naja, wer das natürlich noch braucht, der hat es da drin. Aber ihr seht schon selber, der Detektivausweis ist einfach nur Pappe mit Bild. Ein paar kleine Aufkleber dabei. Dann hier der Schlüsselbund. Er kann nichts, die Knöpfe sind nur auf, aber eben, es ist Plastik, das dazu. Dann natürlich der Fotoapparat. Das ist jetzt in dem Sinne kein Fotoapparat, wenn ihr hier durchguckt, da ist dann die Kolonne von DJ Max, aber ich glaube, das kommt hier nicht so rüber, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das dazu, also, muss man das wirklich haben? Ich sage nein. Aber ihr habt die Wundertüten-Videos gerne. Ihr möchtet immer wissen, was da drin stecken kann. Ich zeige es euch. Und jetzt kommt das zweite Magazin und das zweite Extra. Und es ist da. Oh! Ja, das ist natürlich sowas von genial. Handy, Handyhülle, Headset. Perfekt. Das ist das Magazin Nummer 3 2019 gewesen. Hallo? Jetzt kann ich einen von euch sofort anrufen. Ist das nicht perfekt? Das passt eine Handy, das passt eine Handyhülle. Richtig cool. Dann jetzt natürlich das Headset sofort umtun. So, jetzt bei einem von euch Zuschauern muss es jetzt klingeln. Hallo? Geht keiner dran? Ist keiner zu Hause? Ihr scheint wohl nicht zu Hause zu sein. Ihr guckt euch das wahrscheinlich das Video später an. Aber nichtsdestotrotz, für mich ist das auch wieder Plastikschrott. Aber ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Eure Kommentare, ihr wisst, ich lese die gerne durch. Die einen finden sowas cool für eine Zeit lang, die anderen nicht. Aber hier ist sie nun. Die zweite und letzte DJ Max Wundertüte Nummer 2. Auch für 5 Euro. Preis hat sie nicht geändert. Und es ist drinne. Machen wir diesmal so rum. Oh, schaut mal. Der gleiche Hintergrund. Ah, ich kann noch einen von euch anrufen. Jo. Aber da ihr ja gerade nicht dran gegangen seid, schätze ich mal, dass der nächste auch nicht zu Hause ist. Also, Handy, Handyhülle, Headset. Naja. Ich möchte ja nicht kritisieren, aber sowas für 5 Euro, 2 Stück. Okay, so ein Magazin kostet 4 Euro. Ist natürlich der Hammer, aber wer braucht sowas? Jetzt ganz ehrlich, es ist zwar eine Fernsehserie, aber muss man dafür, oder eine TV-Serie, muss man dafür sowas in die Öffentlichkeit bringen? Egal, kommen wir nun zum zweiten Extra und zweites Magazin. Oh, da ist ein anderes Bild. Fühlt sich auch etwas anders an. Und es ist da. Au! Ja, hallo! Jetzt kann ich ruhig mal den anderen Schlüssel verlieren. Ich habe einen zweiten Reserveschlüssel. Ist auch das Magazin Nummer 6 2019, ja. Also, einen Schlüssel kann ich verlieren, ich habe einen zweiten. Nein,
Scherz beiseite. So, dieses Komolut Magazin 1, Magazin 2, extra 1, extra 2 für 5 Euro. Ja, das ist für mich sowieso Plastikschrott und nee, es muss nicht sein. Aber was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber seid ehrlich, wer braucht sowas? Das Handy? Na, ihr seid nicht dran gegangen, brauche ich also nicht. Ein Schlüsselbund aus Plastik, was soll ich damit? So, meine Meinung, aber nichtsdestotrotz. Schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr die DJ Maxx Wundertüte Nummer 2 euch gefällt. All das könnt ihr, sollt ihr, wisst ihr. Und ich sage das Wichtigste sowieso, bleibt gesund, dann guckt hin und schaut zu.